Ja, heute muss es geschehen. Klaus Weber, für uns in Brüssel, kommt es denn nun zu diesem Treffen um 14 Uhr? Also es wird zu diesem Finanzministertreffen kommen, das hat Donald Tusk, der EU-Ratspräsident, eben nochmal bestätigt. Das wird auch der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis anwesend sein. Und dann wird man natürlich über all diese Dinge sprechen, die noch offen sind. So viele waren das ja eigentlich gar nicht mehr. Aber es muss natürlich zu einer Einigung kommen, damit das griechische Volk, wenn es denn ein Referendum geben soll, auch eine Grundlage hat, worüber es abstimmen soll. Also das ist ja nur logisch. Sollte es allerdings nicht zu einer Einigung heute kommen und auch morgen nicht, dann hat man auch vor, über einen sogenannten Plan B zu sprechen, der dann wohl beinhalten wird, wie man mit dem griechischen Bankensystem in Zukunft umgehen wird. Das heißt, wie kann man griechische Banken von denen der Eurozone isolieren oder muss man sie etwa ganz schließen und wie kann man einen Flächenbrand an den Märkten verhindern? Wie das ganz genau geschehen soll, das ist mir allerdings auch nicht so ganz klar. Aber auf jeden Fall will man dann über diesen Plan B sprechen. Also Tsipras möchte eine Volksabstimmung darüber, was dort verlangt wird von Griechenland. Da muss man natürlich erst mal klar sich einig werden, was wirklich in diesem Papier steht. Aber das kam ja ein bisschen wie Kai aus der Kiste und viele waren erschrocken darüber. Wie waren denn die Reaktionen in Brüssel? Also es kam in der Tat kurz nach Mitternacht kam diese Eilmeldung hier an, dass es eben zu diesem Referendum kommen wird. So richtige Reaktionen aus Brüssel gab es bislang noch nicht. Da ist man offenbar noch nicht so richtig wach. Sigmar Gabriel hat sich schon geäußert, der SPD-Vorsitzende und Vizekanzler. Er findet das eigentlich ganz in Ordnung, dass man ein Referendum durchführen wird und die Griechen darüber abstimmen lässt. Natürlich auch nur auf Grundlage dann einer wirklichen Einigung. Und Wolfgang Schäuble hatte ja vor einigen Wochen schon mal gesagt, dass ein Referendum vielleicht für Griechenland das Beste war. Allerdings muss man dazu auch sagen, das war im Mai und da war die Grundlage natürlich eine gänzlich andere. Da war der Zeitdruck noch nicht so groß. Jetzt haben wir ja einen ganz anderen Zeitplan. Am Dienstag muss Geld an den IWF überwiesen werden, eigentlich, wie Sie es ja schon in Ihrer Anmoderation gesagt haben. Aber das war eben, als Schäuble das sagte, noch nicht der Fall. Deswegen, wir sagen das ja immer wieder, die Zeit drängt, aber vielleicht hat sie noch nie so gedrängt wie jetzt. Ja, aber vielleicht hat man doch wesentlich mehr Zeit, als wir alle glauben. Es wirkt jedenfalls so. Wie geht das Ganze jetzt weiter? Wie muss man sich das vorstellen? Der 30. steht ja immer noch als Termin, aber irgendwie dauert das ja dann alles ganz enorm viel länger. Naja, also es ist jetzt so geplant, dass Tsipras zumindest eine Abordnung zu Mario Draghi schicken wird, dem EZB-Präsidenten. Da muss ja auch verhandelt werden, wie denn jetzt das Geld, wo das Geld herkommen soll. Denn der IWF pocht auf seinen Forderungen 1,55 Milliarden bis Dienstag. Die müssen einfach da sein, sonst ist Griechenland pleite. Und da muss das Geld ja irgendwo herkommen. Und wo soll es herkommen? Wahrscheinlich von der Europäischen Zentralbank, die da eine gewisse Rolle spielen wird, denn sonst ist Griechenland de facto pleite und da muss verhandelt werden. Vielleicht werden die Finanzminister auch hier darüber sprechen, woher dieses Geld kommen soll. Tsipras will auf jeden Fall einen kleinen Aufschub bis nach dem Referendum. Ob sie sich darauf einlassen, die Finanzminister, ist auch die Frage, denn wer weiß, wofür sich die Griechen entscheiden und dann ist auch dieses Geld möglicherweise weg. Also das ist wirklich eine ganz harte Nuss, die man hier heute auch noch knacken muss. Heute könnte man auch jetzt knapp 1,6 Milliarden eben zur Verfügung stellen, von wem auch immer, von der EZB oder vielleicht von der EU. Und dann wäre dieser Druck erstmal genommen. Wäre das eine Lösung? Ja, ich denke, dass das auch der Plan sein wird. Also wahrscheinlich wird die EZB einspringen, denke ich mal. Also so genau weiß das ja keiner, was passieren wird in diesen Tagen hier rund um das Thema Griechenland. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die EZB quasi so der Lender of the Last Resort, also der Leier der letzten Möglichkeit sein wird. So, also wie läuft das jetzt nochmal genau ab? Heute dieses Euro-Finanzminister-Treffen, das ist das eine. Was sind die folgenden Schritte? Was kann dann überhaupt laufen? Also die folgenden Schritte wären dann, dass die Griechen einen Aufschub gewährt bekommen für diese Zahlung am Dienstag, die der IWF bekommen soll. Und dann können sie ihr Referendum durchführen am 5. Juli und dann wird neu entschieden, was dann die Griechen, beziehungsweise dann wird sich herausgestellt haben, was die Griechen entschieden haben. Und dann muss man neu sehen, wie es weitergeht. Ja, also wir vermuten, dass es dann noch einige Gipfel geben wird, bis dorthin heute jedenfalls wird nicht die Entscheidung fallen, wie es aussieht. Danke, Klaus Weber, für den Moment nach Brüssel.